Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde der Sonne, zu einem schönen neuen Folge. Unreal, der Zug hat keine Bremsen. Für mich heute so ein bisschen aufgeregt, bin ich ehrlich. Ihr wundert euch, warum wir hier starten. Das hat einen kleinen Hintergrund. Und zwar ging es meinem Sohnemann den Tag, wo wir aufgenommen haben, nicht so gut. Gar nicht gut. Und darum haben wir abgebrochen. Es tut mir auch wirklich leid. Darum haben wir einfach ausgemacht und fangen halt damit wieder ein bisschen weiter an. Ne? Noch ein Spiel, die Spitzhacke aufheben. Und hallo okay. Erstmal. Genau, der Dörst ist natürlich dabei, ne? Wie immer. Darum fangen wir so weit wieder an. Aber wir schaffen das, ne? Wir sind da geübt. Hat er gehört. Hast du die Spitzhacke schon aufgehoben? Runtergegangen. Ja, habe ich. Dann musst du das machen. Ja, ist ja kein Thema. Ja, darum fangen wir so spät an. Wundert euch nicht. Ne? Tut mir auch leid. Es tut mir leid. Kannst du hier mal aufmachen, bitte? Ja, kann ich machen. Versuch gerade die Schraube da unten zu kriegen. Kann ich ja holen, das ist ja kein Problem. Wasser. Kann ich Wasser, ja nicht? Wasser. Jetzt musst du. Ist offen. Ja, mach los. Ich bin jetzt. Wie gesagt, wundert euch nicht, dass er jetzt so ein bisschen doppelt gerade vielleicht schaut. Alles gut hier, läuft alles vernünftig. Ihr habt nicht getrunken, ihr seht doppelt. Hä? Was denn? Nix, alles gut. Was hast du denn jetzt gerade gesucht? Eigentlich habe ich... Habe ich gerade das Holz gesucht, das war weg, aber... Oben liegt noch Holz. Nee, alles gut. Ungewohnt jetzt so weit hinten wieder zu starten, ne? Weil wir ja auch bei 280 waren, fast bei 600, aber 580. Ne, 580, genau. Es gibt Schlimmeres, ne? Ja, zum Beispiel Speicherdatei weg, wir fangen bei 0 an. Das wäre richtig schlimm. Dynamit wäre fertig. Bin ich nicht so, gerade. Findest du nicht gut? Ich würde es toll finden, wenn die Karte wieder richtig rum wäre. Danke. Okay. Voll lieb, oder? Haben mich gehört. Amen. Nein, ich hab's Dynamit gerade verschwendet. Hast du es einfach hingelegt? Ja, ich musste den Eimer nehmen, weil da unten war der Feuerblock.
Den Feuerblock musst du erst mit. Au! Wir brennen. Ja. Klärst du das mit dem Wasser? Ja. Gut, haben wir. Kannst du Maschinen nachlegen? Ja, super. So, eine Schiene noch. Das ist doch gut. Vorproduzieren ist immer gut, meine Lieben. Ja, gut, dass du auf der Seite stehst. Hab mal Steine rein. Ich mach zu, ne? Ja, mach. Super. Haben wir es doch geschafft. Erster Bahnhof ist gegessen. Der Drops ist gelutscht. So, Dynamit ausbauen. Ja. Würde ich sagen, ne? Dynamit ausbauen. Haben wir ja letztes Mal, glaube ich, auch gemacht, wo wir das hatten. Deswegen machen wir das auch. Genau. Sprengradius. Was haben wir noch? Produziert Schienen. Produziert, lagert Rohstoffe für den Schienenbauwagen. Nö. Weiter. Rein. Zacka. Zacka wieder schaffen. Wir müssen nach oben auf jeden Fall. Hau Dynamit rein. Fertig. Ja, ich hab das gerade. Da. Der Mann mit der Spitzhacke möge sich bitte einmal vorne melden. Gab's denn Wasser zum Aufschieben? Huch! Da haben wir eine Schraube gefunden. Ich hab deine Schraube gefunden, die war locker. Okay. 5 Sekunden ist Dynamit fertig. Hier wegmachen. Perfekt. Ja, wenn ich hau das Dynamit hier hinten hin. Ja, erstmal müssen wir. Das ganze gute Holz ist gleich weg. Nein! Was denn? Er hat schon angesagt wegen der Spitzhacke. Hat er schon rumgemeckert. Axt, so. Ja. Ups. Viel angenehmer so. Ja. Aber der Schwierigkeitsfaktor ist halt in dem Moment auch gut, also.
Guck mal, wir sind wieder bei 572, so, wir sind gleich da, wo wir eigentlich aufgehört haben. Ohne Probleme. Wir haben... Ich komme hier nicht durch. Ja, ich bin Hunger. Wir brennen. Und gerade zum Eimer. Egal. Ich komme nicht an die Schienen ran. Natürlich. Nein, er brennt. Geh weg da, ich komme. Ja, das war's. Ja. Okay. Weil wir kommen hier auch nicht durch. Ja, gut, ne? Haben wir das auch mal wieder erklärt? Und es fehlt genau eine Schiene bis zum Bahnhof. Das so. Ah. Der Dreh brauchst du jetzt auch nicht mehr. Wir sind, ey, ganz ehrlich, wir hätten es sogar geschafft mit 34 Schienen, ne? Nur mal so zur Info. Ich würde mal sagen, wir sind wieder bei 515. Ich glaube, das war aber letztes Mal auch, da haben wir es nicht geschafft. Ja. Deswegen. Ne, also den Bahnhof hatten wir tatsächlich noch, da wusste ich nicht auch noch, wo er war. Aber den danach, den haben wir halt nicht. Egal, so. Wir gehen gleich wieder rein. Beim letzten Checkpoint speichern und zurück zur Lobby. Nein. Achso, Neustart bei 515. Halt, stopp, warte mal. Neustart bei 515, hier stehen, da müssen wir hin. Jo. Ah. Und da sind wir wieder. Einer die Spitzhacke, denk dran. Ja. Du hast die Spitzhacke jetzt, ne? Ja. Hier, ich finde, es gibt viel zu wenig. Warte. So, jetzt, Rainer. Viel zu wenig Wasser, was wir holen können, weißt du? Ja, ganz besonders, weil der Feuerblock halt dauernd da ist. Den kriegen wir nicht weg, ne? Nee, das ist das Problem. Solltet ihr da irgendwelche, also Tipps haben für uns, schreibt die auf jeden Fall mal bitte in die Kommentare rein. Das wäre sehr gut. Ja, so wie zum Beispiel, denkt man mehr an das Dynamit. Ja, Dynamit ist ganz cool, aber ich bin ehrlich, es ist nicht immer einsatzbereit, also nicht immer... Wir müssen hier nochmal ein paar Steine wegnehmen. Also nicht immer ideal, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Dynamit wäre fertig.
Ich hol's mir. Die Schraube hattest du, ne? Ja. Noch ein bisschen Holz gebrauchen. Da oben ist Holz noch, auf jeden Fall. Ich gehe jetzt hier hinten Holz hacken. Gut. Da kommt der Blob. Muss man doch irgendwie killen können. Ja, vielleicht mit dem Dynamit. Das könnte sein. Aber er ist jetzt weg. Holz liegt hier überall, weißt du, na, also ich hab's gesehen. Ja. Lass es mal einsammeln. So, noch zwei Schienen. So, wir werden fertig. Na, jetzt vorproduzieren, einfach vorproduzieren. Holz, haben wir bloß keine Steine mehr. Okay. Dynamit ist fertig. Wasser haben wir. Haben wir Wasser? Ja, Wasser haben wir. Spitzhacke ist da. Alles ist da. Ich mach zu. Stein haben wir nicht mehr? Ja, da kam gerade noch ein bisschen Stein her. Okay, ich mach zu. Ja, mach zu. Wir sind, achso, nur fürs Protokoll, wir sind im zweistelligen Crash-Bereich, ne? Was? Nochmal? Wir sind im zweistelligen Crash-Bereich. Oh ja, 10. Ist halt so, ne? Ist halt so, können wir nicht ändern. Ich wollte gerade sagen. Gleich so, weiter. Oder, ja. Oder haben ja. Wir jetzt noch zwei? Gehen wir mal rein. Wir lassen es uns überraschen, ganz einfach. Mit TNT. Ich wollte mit TNT kommen. Ja, ich hab's TNT. Ich hab mir aber das TNT nicht gegönnt. Kannst du mal Stein holen und fürs neues TNT? Habe ich schon. Ist schon in Bearbeitung. Guter Junge. Dann baut da oben jetzt jemand eine Brücke. Wasser. Ja. Leider nicht viel.
Ich fülle nochmal auf. Nochmal einmal geholt. TNT wäre fertig. Okay, diesmal schaffen wir es nicht mit den 34 Schienen. Nee. Weil diesmal gehe ich auf Nummer sicher. Okay. Okay, wir könnten unten, wenn auch lang gehen, wie du siehst. Ne, also unten geht auch lang. Okay, wäre fertig. Ja. Dann bring's her. Leg's hier rein ins Holz. Nee, ich hol gerade die Schraube. Dann hab ich. Leg neu nach, ruhig. Ja, mach ich jetzt gleich. Weg da! Sprengung! Der Wassereimer. Hab ich. Der ist jetzt auch leer. Da müssen wir zumachen. Ja, ganz easy. Ich habe eben gerade noch mal aufgefüllt. Solange wie das Ding da oben noch nicht rot ist. Produzieren wir noch vor. Okay. Jetzt kommt der Blob. Okay, ich mach zu. Bei dem Blob, den möchten wir nicht haben. Alter, wunderbar. Der Blob. Oh. Applaus, weg. Applaus. Aha. Würde sagen, einen Bahnhof machen wir noch. Und dann okay. Haben wir schon wieder. Ne, also einen Bahnhof schaffen wir locker noch. Layout sogar noch zwei. Schau weiter voraus. Effektivität. Ja. Gehen wir jetzt ins Weltall oder machen Nein, wir machen weiter. Wir machen weiter. Lass uns weitermachen. Ich frage doch bloß. Stimmt, wir waren doch das letzte Mal bei 10 Schrauben. Einmal darf nur einer aufheben. Ja. Ich will's TNT. Und ja. Dann brennt auch schon unser Auto, unser Dings. Weg, 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 weg. Ja. Kannst du nicht ändern. So, komme ich an den? Ja. Gut. Wir brauchen Stein. Holz nicht? Gerade nicht.
ich hab den ersten. Den Geist weggenommen. Also für die Leute, die das Spiel noch nicht gespielt haben, wenn man so einen Geist hat, ist die Steuerung verkehrt rum. Wieso so verkehrt rum, finde ich? Nee, wenn ich nach links. Ich hole mir den zweiten Geist. So. Wenn ich nach links steuere, dann gehe ich auch nach links. Wenn ich nach rechts steuere, gehe ich nach rechts. Jetzt steuere ich gerade nach rechts, um nach oben zu gehen. Hier unten liegt überall Stein, ne? Ding. Ja. Wir müssen aber mal gucken. Wir müssen da irgendwie noch durchkommen, ne? So, jetzt bin ich wieder da. Wo sind die Axt? Okay. Hab ich. Mach da mal frei da so in der Gegend. Ja, bin ich dabei. Das ist super. Ich würde nämlich mit Dynamit kommen, wenn ich hier die Schienen gerettet habe. Ja, stell ab. Perfekt. Wunderbar. So haben wir das gerne. Ja, würde ich auch sagen, ne? Hier muss ich jetzt wieder sagen, ist das mit dem Wasser auffüllen super. Ja, es gibt aber, das ist ja, sag mal, der Schwierigkeitsgrad, ne, wenn du wieder mal hast. Bei einigen Sachen geht es nicht so einfach, bei anderen geht es einfach. Wäre langweilig, wenn es immer einfach gehen würde. Richtig. Danke. Einfach kann außerdem jeder. Was denn? Ja, ich wollte es gerade auch machen. Du hast einen Wassereimer aufgehoben. Ja, aber ich kam gerade mit Stein, um das Dynamit aufzufüllen. Ja, ist gut. In dem Moment bist du gekommen und hast das gleiche gemacht. Ja. Achso, wenn die Welt verkehrt rum ist, genau das gleiche, wie bei den Geistern übrigens. Wenn du es schon richtig erklären willst. Naja, das ist ja auch nicht ganz richtig. Wenn die Welt verkehrt rum ist, dann muss ich bloß halt über, sehe ich das Ganze auf dem Kopf und muss dann trotzdem nach links lenken, um dann auf dem auf die falsche linke Seite zu rennen. Naja. Ja, falsche linke Seite. Die Leute wissen, was ich meine. Wisst ihr, was er meint? Kurz an die Kommentare. Welche ich so undeutlich was. Er steht da und steht. Ich mach hier. Ja, gut. Mach zu. Hab ich auch gerade. Top. Super. Die Wette quält. Und da sind wir wieder. 620. 620, meine Damen richtig, und Herren. Genau. Wir haben hier einen zweiten. Wir hätten hier einen. Die zweiten Dynamitwagen. Bin ich ehrlich, lass uns den mitnehmen. Ja, das würde ich auch sagen. Wollen wir den nach vorne packen? Dann rutscht aber alles weitere nach hinten. Nee, lass den doch zu dem anderen Dynamit packen. Okay, dann kommt der aber hinter den guten Dynamitwagen. So. Nun? Noch einen? Und da sind wir angekommen. Ne? 10 Quest, 20 Meter. Klar, ich glaube, wir rennen, ne? Nächster Bahnhof wäre, glaube ich, ein Safe Zone, bin ich der Meinung. Nein, wenn wir jetzt den Waggon kaufen würden, wäre der nächste Bahnhof ein Safe Zone. Immer der erste Bahnhof im neuen Biom. Ach so. Okay, ich dachte. Nein. Okay. Dann wäre eigentlich wäre es soweit, dass wir ins Weltall gehen. Weil dann haben wir wieder was, wo wir uns safen können. Weißt du, wie ich meine? Ja. Wollen wir das? Komm her, wir gehen in den Weltall, dass wir safen können. Und danach ist für uns, machen wir wieder
Links. Letzter Bahnhof, nur mit. Und ab in den Weltall mit uns. Oh. Los. Oh, wir haben. Achtet mal auf unseren Rücken. Ja, wir haben jetzt Sauerstoffgeräte, schätze ich mal, hinten drauf. Oi. Scheiße. Entschuldigung, sagt man nicht, ich weiß. Mit Holz? Mit was? Hä? Mit Stein? Mit was kann ich hier bauen? Leute, helft uns! Mit Stein, wir brauchen Stein. Okay. Geh weg. Hier, schnell. Hier, hinter mir. Was? Ja, ich müsste jetzt. Okay. Gut, wir wissen's. Okay, 515 Meter, Leute. Richtig ärgerlich. Richtig ärgerlich. Wenn du da stehst. Und aber ich bin hartnäckig. Ich mache heute immer noch weiter. Gut, dann hören wir auf. Wir gehen nächstes Mal wieder ins Weltall. Und dann. Wir wissen es ja jetzt. Wir versuchen das nächste Mal bei 680 Meter wieder ins Weltall zu gehen. Punkt. Hm. Schade eigentlich drum, bin ich ehrlich. Ja, mal verliert man, mal gewinnen die anderen. In dem Fall das Spiel. Schade. Oder wollen wir noch bis zum Weltraum machen? Nein, machen wir nicht. Ne? Danke auf jeden Fall, dass, lieber Düssel. Hat Spaß gemacht. Ja, darf nicht. Wir fangen wieder bei 515 an. Nächstes Mal. Und dann gehen wir auch in den Weltall. Ne, wir wissen, wir müssen mit Stein. Ne? Okay, also. Genau. Weltartig. Und wir brauchen viel, viel Stein. Ja, viel, viel Stein. Wir können aber Stein egal von wo holen. Wir können immer rumfliegen. Hast du gesehen? Das stimmt. So, ich wünsche euch noch ein schönes restliches Wochenende noch. Genau. Ne? Und Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Und wir wünschen euch was. Macht's gut und tschüssi, Kotzki. Tschüss.